Das Warten hat fast ein Ende. Wenn der deutsche Meister Wolfsburg morgen den VfB Stuttgart empfängt, dann geht sie los. Die 47. Auflage der ersten Fußball-Bundesliga. Und wieder ist in Europa keine Liga so beliebt bei den einheimischen Fans wie die deutsche. Mit rund 450.000 verkauften Dauerkarten wurde erneut eine Rekordmarke aufgestellt. Die Vorfreude auf die Vor-WM-Saison ist riesig, auch wenn manche neue Trends beim Stadionbesuch nerven. Herrlich aufgelegt. Und dann macht es Bomben. Klasse. Tor. Es ist soweit. Flanken, Tore, Jubel. Die Vereine kämpfen ab morgen wieder um die Meisterschaft. Es ist ein Hammer. Für den Saisonstart holten sich die Kölner Profis beim Training heute noch mal den letzten Schliff. Über das, was auf dem Platz passiert, können sich die Fans ab morgen wieder freuen. Aber abseits des Spielfelds gibt's Grund zum Ärgern. Wie hier beim Begrüßungsspiel von Lukas Podolski. Sie können nicht mein Geld nehmen? Nee, leider nicht. Wieso nicht? Weil sie hier mit Karten zahlen müssen. Okay. Schluss mit Bargeld. Wie in Köln können Bier, Wurst und Fanschal in der neuen Saison in vielen Stadien nur noch mit diesen vereinseigenen Geldkarten bezahlt werden. Fans müssen diese Karten gegen Pfand kaufen und mit Bargeld aufladen. Mancher wittert dahinter Geschäftemacherei der Vereine. Ich denke, das ist schon ein bisschen Abzocke. So nach dem Motto, dass die Leute sagen, ja komm, ich behalte die Karte, egal, ist eine schöne Karte, da ist noch ein bisschen Restgeld drauf, die gebe ich nicht zurück. Ich fahre auch ab und zu Auswärtsspiele mit, wo auch so Geldkartensysteme schon vorhanden sind, wie zum Beispiel Frankfurt, Köln. Die Frankfurt-Karte müsste noch ungefähr 2,60 Euro drauf sein, die Köln-Karte noch ca. 3 Euro. Mit den Pfandgebühren ist das Geld, was halt verloren gegangen ist. Tatsächlich bleibt meistens ein Restgeld auf der Karte, das der Fan sich nach dem Spiel nicht wieder auszahlen lässt. Schlummergroschen nennt man das. Der bleibt oft beim Verein und das bringt Gewinn. Die Stadionbetreiber halten dagegen. Die Karten machten das Bezahlen einfach nur schneller. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben eine Halbzeitpause von einer Viertelstunde und müssen da unter Umständen noch auf Toilette und wollen sich noch mit einem Getränk eindecken, ohne auch nur 5 Minuten vom Spiel zu verpassen, ist nicht möglich. Ob Schlummergroschen hin oder her, diese Kölner Fans kann ein schnödes Stück Plastik wie die Bezahlkarte sowieso nicht vom Stadionbesuch abhalten. Hier zählen so kurz vor Saisonbeginn ganz andere Dinge. Auf jeden Fall bessere fußballerische Leistungen und von der Tabelle her weiter nach vorne, ganz klar. Champions League, anders sieht das hier nichts. Und wem das Bezahlen im Stadion doch zu lästig ist, der schaut sich die Spiele eben im Fernsehen an, in der Sportschau im Ersten.